Multiple Sklerose wird oft als unheilbare Krankheit angesehen. Doch es gibt Geschichten, die uns Hoffnung und neue Perspektiven bieten. In unserem heutigen Interviewausschnitt teilt Melanie Voss-Siedlow, Heilpraktikerin Ausbildung und selbst MS-Betroffene, ihre persönliche Erfahrung mit dieser Diagnose. Melanie wird uns ihre Geschichte erzählen, wie sie die Diagnose MS erhielt und welche Herausforderungen sie zu bewältigen hatte. Wichtiger noch, sie wird darüber sprechen, wie es ihr gelungen ist, trotz dieser Diagnose ein beschwerdefreies Leben zu führen. Dieses Interview ist eine Inspiration für alle, die mit MS leben oder mehr über diese Erkrankung erfahren möchten. Bleib also dran, um Melanies Geschichte zu hören und zu erfahren, wie sie es geschafft hat, ihre Gesundheit positiv zu beeinflussen. Vergiss auch nicht, unseren Kanal hier zu abonnieren, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Okay, du hast gerade gesagt, dass wenn da so eine Diagnose dann feststeht, dass das natürlich erstmal eine schwierige Nachricht ist, wo man erstmal damit umgehen muss. Die Frage wäre jetzt, wie läuft überhaupt so eine Diagnostik ab? Wie kommt man zu dieser Diagnose MS? Woran macht man das fest? Ja, da gibt es in der Schulmedizin ganz klare Regularien. Das Problem, was ich vielleicht noch voranschicken möchte, ist, dass viele MS-Patienten teilweise Jahre brauchen, um diese Diagnose zu bekommen. Das heißt, sie laufen mit ganz vielen Symptomen rum, rennen von Arzt zu Arzt, bis es dann schlussendlich zu dieser Diagnose kommt. Heute ist man mittlerweile schon ein wenig sensibler darauf zu sagen, okay, wenn da gewisse Symptome sind, dann guckt man schon eher mal nach einer MS. Das hat sich auch in den letzten 10 Jahren, sage ich mal, gezeigt an den Diagnosen. Es werden 30% mehr MS-Diagnosen gestellt. Und die Richtlinien in dem Bereich sind, dass man sagt, okay, wir machen ein MRT, also eine Magnetresonanztomographie. Da wird man in so eine Röhre geschoben und da guckt man, und das ist, ich sag mal so, jetzt mal meine Empfehlung, es wird nicht immer gemacht, aber dass man dann tatsächlich auch gleich den Schädel und die Wirbelsäule misst oder scannt, sage ich jetzt mal, weil das verlängerte Rückenmark gehört ja auch mit zum zentralen Nervensystem. Und auch da können sich eben Befunde ergeben, die auf eine MS hindeuten. Das heißt, man sucht dann nach Entzündungsherden, Läsionen, Vernarbungen, die eine MS bestätigen können. Das zweite Verfahren, also ich kehre das gerade wieder um. Als erstes ist natürlich auch immer die Blutuntersuchung da. Da guckt man auch nach Entzündungsmarker, CRP. Was machen die Leukozyten? Gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten? Sind Parasiten, Pilze oder Viren involviert? Da kann man Hinweise bekommen, die aber nicht immer recht zuverlässig sind. Deswegen nimmt man ein Liko ab, wo man dann nach den oligoklonalen Banden guckt, sprich, das sind Antikörperreaktionen, die sich dann im Liquor zeigen können. Und diese drei und dann natürlich der klinische Befund, das sprich, man untersucht, man guckt, gibt es Missempfindungen, gibt es irgendwelche anderen Störungen, sind da Lähmungen, sind da Sehnerventzündungen etc. Und dann kriegt man im Prinzip die Diagnose Multiple Sklerose, abgekürzt MS. Okay, noch ein paar Nachfragen von mir zu der Diagnostik. Einmal zu dem MRT, da wird ja auch mit Kontrastmitteln gearbeitet und da ist ja in den meisten Fällen Gadolinium drin. Wie schätzt du dieses Gadolinium ein? Auch gerade wenn das häufig danach kontrolliert wird, welche Auswirkungen könnte das auf die gesunden Nerven, auf das gesunde Gehirn haben, auf das gesunde Nervensystem, aber auch, wenn schon so eine Symptomatik da ist? Ja, Gadolinium ist mittlerweile auch bei dem Thema Entgiftung ein ganz großes Thema geworden. Man hat festgestellt, dass Gadolinium tatsächlich Nebenwirkungen haben kann. Und die Symptomatik, die wird in der Literatur ähnlich beschrieben wie eine MS-Symptomatik. Das heißt,
unter Umständen kann es einem MS-Patienten die schon vorhandenen Symptome sogar verschlimmern. Mhm. Und ich bin da natürlich, wie immer, ich bin Forscherin in dem Bereich und mich mit auch Radiologen unterhalten und habe da dort auch die Aussage bekommen, dass ein guter Radiologe nicht unbedingt ein Kontrastmittel benötigt. Mhm. Ein erfahrener Radiologe kann anhand der Befunde eine Diagnose stellen ohne Kontrastmittel. Mhm. Und ich würde das auch so empfehlen, weil, und da kommen wir vielleicht auch noch mal zu, die MS hat ja einen Hintergrund und da stehen auch Vergiftungen im Zusammenhang mit einer solchen Diagnose. Mhm. Und wir versuchen möglichst ja keine Gifte zu uns zu nehmen, damit wir gesund werden, damit der Körper sich um die Problematiken, die vorhanden sind, auch kümmern kann. Und die, also ich vermute, ja, dass die Radiologen, die jetzt darauf bestehen, unbedingt ein Kontrastmittel zu nehmen, für die wird es vielleicht einfacher, wenn sie das Kontrastmittel haben, weil sich die Entzündungsherde dann besser oder einfacher darstellen und die vielleicht auch besser differenzieren können. Ist das eine alte Entzündung? Ist das eine frische Entzündung? Aber wie schon gesprochen, ein erfahrener Radiologe kann das auch ohne Kontrastmittel. Und da muss man drauf bestehen. Und man muss auch schauen, dass man, wenn man so eine MRT-Messung macht, dass es halt auch wichtig ist, eine Vielschichtigkeit. Also, dass man wirklich da in feinen, kleinen Schichten misst, dann sieht man auch gut, was im Körper geschieht und passiert. Hi und danke, dass du bis hierher dran geblieben bist. Wir von Medumio legen großen Wert darauf, so vielen Menschen wie möglich unabhängiges und wissenschaftlich fundiertes Wissen zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Gesundheit wieder in die eigenen Hände nehmen können. Wenn du unsere Mission unterstützen möchtest, dann lass uns doch am besten gleich ein Abo und ein Like da. Wir würden uns riesig darüber freuen. Jetzt viel Spaß weiterhin beim Video. Ja, das heißt, deines Wissens ist es so, man bräuchte, selbst für die erste Untersuchung bräuchte man kein Kontrastmittel. Also weder für die Erstuntersuchung noch für die Verlaufskontrolle bräuchte man das. Okay. Genau, das sehe ich so. Und was vielleicht auch noch empfehlenswert ist, da MS-Patienten ja doch relativ regelmäßig eine MRT-Untersuchung machen, dass man da auch immer den gleichen Radiologen nimmt, damit er auf seine vorhandene Dokumentation zurückgreifen kann. Mhm. Und daran, anhand dieser Dokumentation, kann der schon klar differenzieren. Und wenn der Radiologe sich weigert, das ohne Kontrastmittel zu machen, dann sollte man lieber den Radiologen wechseln. Ich würde es empfehlen. Du würdest es empfehlen, okay. Ja, sehr spannendes Thema, das Thema gadoliniumhaltige Kontrastmittel. Das ist auch in einem anderen Interview mit dem Dr. Patrick Asheuer, kommt übrigens auch aus Berlin, wird das nochmal ausführlicher besprochen. Auch wie man das diagnostizieren kann zum Beispiel, wie viel Gadolinium drin ist im Körper, wenn man das mal bekommen hat und wie man es auch wieder loswerden kann. Noch eine andere Frage. Du hast gesagt, man schaut im Blut, man schaut im Liquor nach Parasiten, Pilzen, Viren und so weiter. Vielleicht auch so Bakterien wie Borrelien, könnte ich mir auch vorstellen, dass es eine Rolle spielen könnte. Genau, ganz, ganz wichtig, ja. Wir können ja einfach sagen, als Überbegriff Parasiten oder was ist dir am liebsten? Wenn wir die ganzen mal zusammenfassen würden, ich würde einfach mal Erreger sagen. Erreger, okay. Diese ganzen Erreger können also auch eine Rolle spielen. Nun ist es so, ich habe dazu schon einige Interviews auch geführt zu dem Thema. Das ist ja nicht ganz so leicht zu diagnostizieren. Also kann man das im Blut kann man dann da überhaupt Auffälligkeiten sehen? Oder ist es teilweise auch so, dass man im Blut keine Auffälligkeiten sieht, aber trotzdem die Erreger ein großer Punkt sein können, die zu den Symptomen führen? Doch, man kann das im Blut erkennen. Ein ganz wichtiger Marker im Blut ist zum Beispiel der CRP. Das kennen viele Patienten von ihren Blutdiagnosen. Das ist das C-reaktive Protein. Mhm. Wenn das hoch ist, dann ist auf jeden Fall sicher, dass ein Entzündungsgeschehen im Körper stattfindet. Mhm. Und jetzt geht es natürlich darum, zu differenzieren. Also sprich die Erreger, die im Blut, im Gewebe und im Körper ihr Unwesen treiben, die kann man ja nicht so einfach sagen, wir machen mal hier die ganze Bandbreite und testen mal alles durch. Erstens wäre es zu teuer. Mhm. Und zweitens
Ja, zweitens fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber das macht auch nichts. Ich erkläre auch jetzt, warum ich das sage. Das heißt, wenn, also bei der MS speziell sind es ja Schädigungen, die vor allen Dingen im zentralen Nervensystem vonstatten gehen. Und da muss man natürlich auch gucken, was ist da passiert. Da spricht man auch gerne von der Blut-Hirn-Schranke. Mhm. Sprich, das ist nochmal eine, wie es der Name schon sagt, eine Schranke oder Barriere, die als Schutz dient dafür, dass ins Gehirn eben keine Erreger reinkommen. Mhm. Und ich sage jetzt mal sollten. Ja? Sollten, ja. So, und bei Entzündungen ist natürlich klar, was passiert im Körper. Der Körper schüttet Histamin aus, ne, um das Gewebe zu erweitern, damit das Immunsystem, sprich die Leukozyten, in das Gewebe kommen und dort eventuelle Erreger eliminieren kann. Und wenn das geschieht, dann ist die Blut-Hirn-Schranke natürlich durchlässig. Und wenn Erreger im Körper sind, dann kommen die da auch rein. Mhm. Und deswegen nimmt man dieses Nervenwasser, also was ich vorhin als Liquor bezeichnet habe, ab und schaut nach den Parametern, nämlich den Immunglobulinen, weil die eben maßgeblich daran beteiligt sind, Antikörper zu bilden. Mhm. So, und wenn dort Antikörper gefunden werden, dann kann man spezifisch suchen. Und du hast vorhin auch die Borreliose als Beispiel angesprochen. Borreliose ist in der Symptomatik mit der MS ziemlich ähnlich. Deswegen gehört zum Beispiel eine Borreliose-Untersuchung grundsätzlich oder sollte grundsätzlich zu einer MS-Diagnose dazugehören, mhm. ja, damit man da nicht falsch behandelt. Und genau, das wird also untersucht im Liquor. Und wenn es da Befunde gibt, dann steht im Prinzip die Diagnose MS fest. Und wie ich schon sagte, man kann dann noch nach speziellen Erregern suchen. Einmal die Borreliose, die habe ich schon benannt. Aber was auch eben ganz wichtig ist, dass man nach den humanen Herpesviren schaut. Sprich, die Schulmedizin hat das auch mittlerweile schon bestätigt, dass bei der MS der Epstein-Barr-Virus, auch bekannt als Kissing Disease, und es gibt noch viele andere geläufige Begriffe, die mir jetzt gerade nicht einfallen, der dort ursächlich für die Multiple Sklerose ist. Dann gibt es den Zoster. Und nach meinen neuesten Erkenntnissen, ich versuche mich da ja auch immer weiterzubilden, die Frau Dr. Blum, die auch im Bereich der Mikroimmuntherapie tätig ist und referiert, die hat mir auch noch mal einen Hinweis gegeben und mir wärmstens ans Herz zu legen, auch auf die anderen humanen Herpesviren zu gucken, weil sie der Meinung ist, dass bei einer MS mindestens die ersten 6 humanen Herpesviren beteiligt sein können. Ja? Und genau, deswegen würde ich da auch noch mal drauf sensibilisieren, dass man da wirklich alles ausschließt und entsprechend berücksichtigt, dass man das mit behandelt. Das war unser Interviewausschnitt mit Melanie Voszidlow über ihre Erfahrungen mit der Diagnose Multiple Sklerose. Wir hoffen, dass Melanies Geschichte dir Mut macht und zeigt, dass es trotz einer solchen Diagnose Wege gibt, ein beschwerdefreies Leben führen zu können. Wenn du mehr über Gesundheit, alternative Heilmethoden und persönliche Erfahrungsberichte erfahren möchtest, schau dir gerne weitere Videos auf unserem Kanal an. Abonniere uns auch, um immer auf dem Laufenden zu bleiben und teile deine Gedanken oder Erfahrungen in den Kommentaren. Wir freuen uns auf den Austausch in unserer Community und wir bedanken uns vor allem heute fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.